Achieved with CryEngine 3. Hallöchen! Willkommen bei einem neuen Apollo 26 LP. Diesmal mit Crysis 3. Crysis 3 hört sich vielleicht schon mal gut an. Enter. So, wir haben auf Ultra gestellt. Jetzt will ich ein Tutorial anfangen. Ich finde es sonst unnützlich und passt halt nicht so in den Video rein bei meinen 001, wenn wir dann in die richtige Welt gehen. Und deswegen mache ich jetzt dieses Tutorial über Crysis 3. Ja, also schön Design kennen wir von Crysis 1 und 2. Finde ich eine hammergeile Sache von der Auflösung. Herzlich willkommen in der Nanosuit Trainingssimulation. Das Training ist in mehrere Abschnitte unterteilt, auf die individuell zugegriffen werden kann. Man hört jetzt dann schon die Sprecherin von Galileo. Wir bezeichnen den Nanosuit als perfekten Kampfpanzer, aber er ist viel mehr als das. Nein, wollen wir nicht. Das Navigationsdisplay versorgt Sie in Echtzeit mit taktischen Umgebungsinformationen. Bahnen Sie sich nun einen Weg durch den Parcours. Dann wollen wir mal. Künstliche Muskeln unterstützen die Interaktion mit Ihrer Umgebung. Hoppala. Sie können höher springen. Sie können weiterklettern. PC duckmäßig, auch nicht schlecht. Sie können schneller laufen. Shift, das merkt man, wie alle Shooter-Games, wie sie gebaut wurden sind. Und ja. Hier lernen Sie, wie Sie mit Hilfe Ihres Nanosuits Waffen benutzen können. Waffen. Interessant. So, du Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Die dunklen Nummer und dich habe ich nicht vergessen. Wer will noch eine? Benutzen Sie Ihre Visierung. Hochauflösende Gleitsichtlinsen ermöglichen Ihnen eine einzigartige Präzision. So, wer will noch eine? Hab ich nicht vergessen. Selbst mit muskulärer Rückstoßdämpfung ist der Schnellfeuermodus unpräzise. Erhöhen Sie Ihre Quote per Halbautomatik. Albert. Ist ja mal funny. Ist ja mehr als funny. Die Waffenindividualisierung ermöglicht den raschen Aufsatzwechsel zur Anpassung an veränderte Bedingungen. Neue Aufsätze werden Ihrem Inventar automatisch hinzugefügt und sind immer verfügbar. Mit dem Zielfernrohr attackieren Sie entfernte Ziele. Wir nehmen mal dieses. Ein Schutz. Ja, mehr hat man ja nicht.
Dann wollen wir mal die Nummer 1, die Nummer 2, die Nummer 3, die Nummer 4 und zuletzt die Nummer 5. Und nachladen. Dank Reflexoptimierung wow. Dauert das Nachladen länger als der Wechsel zur Sekunde. 1, 2, 3, 4, 5. Nachladen. Automatische Umgebungssensoren weisen Sie auf Waffenlager hin. Ah, nehmen wir doch gleich mal. Oh, Granaten. Nehmen wir gleich auch mal mit. So. Mit G kann man eine Granate. Die Telemetrie-Integration ermöglicht eine aktive Zielunterstützung. Oh Mist, das wird. Der Nanosuit bietet nur bedingten Schutz vor explodierenden Granaten. Werfen Sie sie innerhalb von 4 Sekunden. Das Tutorial ist abgeschlossen. Freiwillige Trainingseinheiten werden von diesem Modul unterstützt. Obwohl, ich nehme das doch nochmal mit. Tutorial. Hier lernen Sie die Grundlagen der Nanosuit-Kampfsysteme. Alle Nanosuit-Funktionen brauchen Energie. Der Energiebedarf ist von der jeweiligen Funktion abhängig. Energie wird aus verschiedenen Quellen in der Umgebung automatisch regeneriert. Warten Sie auf den Start des Nanosuit-Funktionstrainings. Der Panzermodus lenkt Schüsse ab. Der Energiebedarf steigt mit der Höhe des abgelenkten Schadens. Also, man kennt es eigentlich von Crisis 1 und 2. Maximal. Der Tarnmodus bricht das Licht um den Nanosuit und macht diesen praktisch unsichtbar. Je schneller sie sich bewegen, desto höher ist der Energiebedarf. Also wir versuchen uns langsam. Tarnfeld aktiviert. Kombinieren Sie Nanosuit-Modi dynamisch, um Ihren Feinden gegenüber im Vorteil zu bleiben. Der Nanosuit berechnet anhand der Cortisolsättigung nahe Gegner das Entdeckungsrisiko. Die Gefahrenstufe wird in der Stealth-Anzeige Ihres Holds angezeigt. Im Tarnmodus können Sie Ziele lautlos töten. Tarnfeld aktiviert. Dann zeig ab. Tarnfeld aktiviert. Na, so cool. Also cool Wenden ist es. Wenden wir uns nun den erweiterten Nanosuit-Kampfsystemen zu. Der taktische Visor analysiert die Topografie des Schlachtfeldes und markiert Ziele und interessante Punkte. Ach, wie geil. Wie geil, der scannt ja die Leute. Die Nutzung bzw. das Hacken von Computersystemen ist eine weitere Funktion des taktischen Visors. Hacken. Geschaltete Systeme deaktiviert vorübergehend ihre Nanosuit-Funktionen.
Nanovision ist eine Funktion des taktischen Visors, die das vollspektrale Sehen ermöglicht. Dadurch können sich Gegner selbst bei totaler Dunkelheit nicht verstecken. Nanovision aktiviert. Nanovision ist eine hochempfindliche Funktion, deren Einsatz Energie verbraucht. Die Kraftoptimierung des Nanosuits ermöglicht die Zerstörung weicher Ziele im Nahkampf und das Anheben übergroßer Objekte. Treten Sie nach schweren Objekten, um sie zu bewegen und Feinde damit zu töten. Das war mal geil. Willkommen in der Tutorial Sandbox. Hier können Sie die Funktionen Ihres Nanosuits gefahrlos testen. Kombinieren Sie Nanosuit-Modi dynamisch, um Ihren Feinden gegenüber im Vorteil zu bleiben. Dich nehme ich mit. Und viele Granaten. Ist voll. Wollen wir mal das kleine Stück weg? Nein. Komm schon. Komm schon. Jawohl. Sieh. Wir bezeichnen den Nanosuit als perfekten Kampfpanzer. Dieses Tutorial perfektioniert den Soldaten. Viel Glück. Ja, das war mein Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Achieved with CryEngine 3. Hallöchen! Willkommen bei einem neuen Apollo 26 LP. Diesmal mit Crysis 3. Crysis 3 hört sich vielleicht schon mal gut an. Winter. Wir sehen uns gleich. So, wir haben auf Ultra gestellt. Jetzt will ich ein Tutorial anfangen. Ich finde es sonst unnützlich und passt halt nicht so in den Video rein bei meinen 001, wenn wir dann in die richtige Welt gehen. Und deswegen mache ich jetzt dieses Tutorial über Crysis 3.
Ja, also schön Design kennen wir's von Crysis 1 und 2. Finde ich eine hammergeile Sache von der Auflösung. Und Herzlich willkommen in der man Nanosuit-Trainingssimulation. hört Das Training schon. ist in mehrere Abschnitte unterteilt, auf die individuell zugegriffen werden kann. Man hört jetzt Hier dann machen schon Sie die sich mit der Sprecherin von Navigation Galileo. des Nanosuits vertraut. Wir bezeichnen den Nanosuit als perfekten Kampfpanzer, aber er ist viel mehr als das. Nein, wollen wir nicht. Das Navigationsdisplay versorgt Sie in Echtzeit mit taktischen Umgebungsinformationen. Bahnen Sie sich nun einen Weg durch den Parcours. Dann wollen wir mal. Künstliche Muskeln unterstützen die Interaktion mit Ihrer Umgebung. Hoppala. Sie können höher springen. Sie können weiterklettern. PC Duckmaus auch nicht schlecht. Sie können schneller laufen. Ah, Stift, das merkt man, wie alle Shooter-Games, wie sie gebaut wurden sind. Und ja. Hier lernen Sie, wie Sie mit Hilfe Ihres Nanosuits Waffen benutzen können. Waffen. Interessant. So, du Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Die Dopamin-Nummer und dich habe ich nicht vergessen. Wer will noch eine Benutzen Sie aufgepasst? Ihre Visierung. Hochauflösende Gleitsichtlinsen ermöglichen Ihnen eine einzigartige Präzision. So, wer will noch eine? Habe ich das nicht. Selbst ist Hammer. Mit muskulärer Rückstoßdämpfung ist der Schnellfeuermodus unpräzise. Erhöhen Sie Ihre Quote per Halbautomatik. Albert. Ist ja mal funny. Ist ja mehr als funny. Die Waffenindividualisierung ermöglicht den raschen Aufsatzwechsel zur Anpassung an veränderte Bedingungen. Mal Neue nachladen. Aufsätze werden Ihrem Inventar automatisch hinzugefügt und sind immer verfügbar. Mit dem Zielfernrohr attackieren Sie entfernte Ziele. Wir nehmen mal dieses. Ein Schutz. Ja, mehr hat man ja nicht. Dann wollen wir mal die Nummer 1, die Nummer 2, die Nummer 3, die Nummer 4 und zuletzt die Nummer 5. Nachladen. Dank Wow. Reflexoptimierung dauert das Nachladen länger als der Wechsel zur Sekunde. 1, 2. Nachladen. Automatische Umgebungssensoren weisen Sie auf Waffenlager hin. Ah, nehmen wir doch gleich mal. Oh, Granaten. Nehmen wir gleich auch mal mit. So, mit G kann man eine Granate. Die Telemetrie-Integration ermöglicht eine aktive Zielunterstützung. Oh Mist, das wird. Der Nanosuit Ah, bietet nur bedingten Schutz vor explodierenden Granaten. Werfen Sie sie innerhalb von 4 Sekunden. Das Tutorial ist abgeschlossen. Freiwillige Trainingseinheiten werden von diesem Modul unterstützt. Obwohl, ich nehme das doch noch mal mit.
unser Tutorial. Hier lernen Sie die Grundlagen der Nanosuit-Kampfsysteme. Alle Nanosuit-Funktionen brauchen Energie. Der Energiebedarf ist von der jeweiligen Funktion abhängig. Energie wird aus verschiedenen Quellen in der Umgebung automatisch regeneriert. Warten Sie auf den Start des Nanosuit-Funktionstrainings. Der Panzermodus lenkt Schüsse ab. Der Energiebedarf steigt mit der Höhe des abgelenkten Schadens. Also, man kennt es eigentlich von Crisis 1 und 2. Maximal. Der Tarnmodus bricht das Licht um den Nanosuit und macht diesen praktisch unsichtbar. Je schneller sie sich bewegen, desto höher ist der Energiebedarf. Also wir versuchen uns langsam. Tarnfeld aktiviert. Kombinieren Sie Nanosuit-Modi dynamisch, um Ihren Feinden gegenüber im Vorteil zu bleiben. Der Nanosuit berechnet anhand der Cortisolsättigung nahe Gegner das Entdeckungsrisiko. Die Gefahrenstufe wird in der Stealth-Anzeige Ihres Holds angezeigt. Im Tarnmodus können Sie Ziele lautlos töten. Tarnfeld aktiviert. Dann zeig ab. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Na, so cool. Also cool Wenden ist es. Wenden wir uns nun den erweiterten Nanosuit-Kampfsystemen zu. Der taktische Visor analysiert die Topografie des Schlachtfeldes und markiert Ziele und interessante Punkte. Ach, wie geil. Wie geil, der scannt ja die Leute. Die Nutzung bzw. das Hacken von Computersystemen ist eine weitere Funktion des taktischen Visors. Hacken. Geschaltete Systeme haben deaktiviert vorübergehend ihre Nanosuit-Funktionen. Nanovision ist eine Funktion des taktischen Visors, die das vollspektrale Sehen ermöglicht. Dadurch können sich Gegner selbst bei totaler Dunkelheit nicht verstecken. Nanovision aktiviert. Nanovision ist eine hochempfindliche Funktion, deren Einsatz Energie verbraucht. Die Kraftoptimierung des Nanosuits ermöglicht die Zerstörung weicher Ziele im Nahkampf und das Anheben übergroßer Objekte. Treten Sie nach schweren Objekten, um sie zu bewegen und Feinde damit zu töten. Das war mal geil. Willkommen in der Tutorial Sandbox. Hier können Sie die Funktionen Ihres Nanosuits gefahrlos testen. Kombinieren Sie Nanosuit-Modi dynamisch, um Ihren Feinden gegenüber im Vorteil zu bleiben. Dich nehme ich mit. Und viele Granaten. Ist voll.
wir mal das kleine Stück hin. Nein. Komm schon. Jawoll. See. Wir bezeichnen den Nanosuit als perfekten Kampfpanzer. Dieses Tutorial perfektioniert den Soldaten. Viel Glück. Ja, das war mein Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.